Hi und hallo hier vom Profigeschehen heute mit Alexander Hack in einer gar nicht so einfachen Woche für Mainz 05 nach der Niederlage gegen Gladbach und vor dem Spiel gegen den FC Bayern München. Alex, das Spiel gegen die Bayern ist als Plusspiel betitelt. Habt ihr da jetzt in der Situation und gegen so einen starken Gegner überhaupt eine Chance? Ja, ich glaube, man ist nie chancenlos gegen so einen Gegner, deswegen müssen wir die kleinen Chancen, die wir bekommen, einfach nutzen und damit voller Leidenschaft rangehen und wer weiß, vielleicht sind wir für die Überraschung gut. Nach dem Trainerwechsel gab es einen Aufschwung, ihr habt gute Spiele abgeliefert, jetzt habt ihr zweimal wieder die Ergebnisse nicht eingefahren. Ist der Schwung schon vorbei? Ich glaube, was uns allgemein diese Saison fehlt, ist die Konstanz einfach, ein gesundes Mittelmaß zu finden und auch souveräner zu spielen. Ich glaube, die Höhen und Tiefen müssen wir einfach mal abstellen und einfach versuchen, soliden Fußball zu spielen und auch wieder ein Spiel mal 1-0 zu gewinnen. Und da hilft einfach nur, dass wir mit 100% Leidenschaft verteidigen, damit wir die Null hinten stehen haben, was uns dieses Jahr nicht allzu oft gelungen ist. Und der Rest ist Bonus. Mhm. Unbestrittenes Abstiegskampf. Ihr habt 18 Punkte, steht nur knapp über dem Strich. Aber hast du das Gefühl, dass das wirklich alle in eurer Mannschaft realisiert haben? Ja, klar. Also ich denke, jeder kann die Tabelle lesen. Jeder weiß, wo wir stehen. Und wenn das jetzt noch keiner verstanden hat, dann ist er, glaube ich, falsch hier. Wir wissen, um was es geht. Wir wissen, dass wir Punkte sammeln müssen, um so schnell wie möglich da unten rauszukommen. Wir haben Abstiegskampf letzten Jahre schon oft genug mitgemacht und wissen, wie ekelhaft das hinten raus sein kann. Deswegen ist es besser, jetzt die Punkte zu holen und fokussiert zu sein, das auch zu machen. Und ich glaube, die Jungs arbeiten gut und müssen wir dranbleiben, um dann auch die Punkte zu holen. Was stimmt dich denn zuversichtlich, dass ihr am Ende die Klasse haltet? Wir sind eine gute Truppe. Wir sind eine gute Truppe, wir haben viele junge Talente und wir müssen einfach auch das auf den Platz bringen, was wir können. Und ich glaube, dann halten wir auch die Liga.